Moin und hallo, hier ist wieder Thomas in Streets of Curiosity und heute ist wieder ein neues Modell von Bluebricks Pro aus der Star Trek Reihe dran. Und zwar die Nummer 104181, das Shuttle Typ F Galileo. Und das wollte ich eigentlich schon früher zeigen, aber mir fehlte ein Stein in dem Set. Habe ich aber fast problemlos, sage ich mal, bekommen. Also es hat schon etwas gedauert, aber als die Bestellung dann fertig war, 2 Wochen später kam der Stein an. Kein Problem damit, mit dem Stein. Und ja, lege ich mal los. Ihr wisst ja, frei nach Blockstar. Trackbuild-Zeit ist Faktenzeit. Ein paar Fakten konnte ich euch zu dem Shuttle heraussuchen. Also erstmal der Name des Shuttles ist Galileo. Die Nummer ist NCC 1701-7. Also es ist das 7. Shuttle der Enterprise. Der Typ des Shuttles ist Typ F, das wisst ihr ja schon. Die Länge beträgt 7,32 Meter. Die Breite beträgt ca. 4,10 Meter. Die Höhe beträgt ca. 2,93 Meter. Und die Masse beträgt ca. 17.000 Kilo. Der Antrieb ist ein Ionenantrieb. Aber das Shuttle ist auch warpfähig damit, auf kurze Strecken zumindest. Die Außenhülle des Shuttles besteht aus Duranium, ein sehr hartes Material, hat aber auch noch Schutzschilde. Und vor kam das Shuttle in 8 Episoden der Originalserie. Die erste Episode davon war Notlandung der Galileo 7. Was auch die allererste Folge ist, in dem ein Shuttle in Star Trek aufgetaucht ist. Und gleich erzähle ich euch noch kurz etwas, danach geht's mit Musik weiter. Hier kommt jetzt der Bauschritt, in dem der Computer fehlte. Hier seht ihr die Tüte, in dem das eingeliefert wurde. Kein Problem, kein Kratzer. Wunderbar. Damit ist der Shuttle dann auch vollständig. Zum Shuttle Galileo selbst habe ich jetzt keine weiteren Informationen. Aber es wurde im Jahre 2269 durch das Shuttle Galileo 2 ersetzt. Es hat die gleiche Nummer, NCC 17017. Sieht eigentlich genauso aus, nur dass eine römische 2 hinter dem Namen Galileo ist. Und das Shuttle Galileo 2 kam in 2 Episoden vor. Erst in der Episode Reise nach Eden und dann noch in einer Episode der Star Trek Animated Series. So, den Rest des Baus werde ich euch mit Musik beschallen.
So, damit ist das Shuttle fertig und ich habe euch hier noch ein paar Figuren hingestellt. Kirk, M'Res, Spock, Uhura und Arex. Und viel Spaß noch zum Ende. Hier nun das fertige Modell. Mit den Warpgondeln vorne muss man vorsichtig sein, die könnten leicht abknicken und abfallen. Aber wie ihr seht, hält ganz gut. Hier ist das Schild. So. Und dann gehen natürlich noch Grüße raus. Und zwar heute an die Nockensteinstube. Jo. Er hat ja auch das Shuttle schon gezeigt. Aber ich konnte 5 Minifiguren zeigen. Naja. Nee, ist schon okay bei ihm. Und dann war es das soweit und tschüss.